Wenn das mal eine richtig geile Base ist, dann weiß ich auch nicht. Zwar immer noch nicht fertig, aber innerhalb von 1,5 Monaten ist das schon ein tolles Ergebnis. Wenn man bedenkt, wir haben mit einem 14x14 Feld angefangen, ist das wirklich schon geil. Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Conan Exiles. Und ja, herzlich willkommen. Es ist was passiert, was schon lange nicht mehr aktuell war, denn wir sind wieder pleite. Also wir sind ziemlich wieder pleite mit Baurohstoffen. Also das heißt, Schwarzeis müsste ich mal wieder mal in Ecken holen. Da ist unsere Kiste wieder leer, oder? Oder hier war es drin. Ja, ist leer leider. Und gehärtete Ziegel sind auch momentan Mangelware. Ja, wir sind chronisch pleite wieder mit Baumaterialien. Hier sind noch ein paar Reste. Hat der da vielleicht noch ein paar Reste? Ja, der hier hat noch ein paar Reste. Also ein paar Reste haben wir noch. Aber ansonsten sieht das schon düster mit unseren Materialien aus. Die nehme ich gleich mal hier raus. Habe ich das jetzt genommen? Ja. Wir haben nicht mehr viel. Das ist echt nicht so toll. Wir haben nicht mehr so ganz so viel Zeug. Also Holz und das andere Zeug haben wir noch en masse. Außen haben wir irgendwo eine Kiste, wo nur geformtes Holz drin ist oder isoliertes Holz und so Zeug. So Zeug haben wir noch en masse, aber gehärteten Stein und Schwarzeis haben wir jetzt nicht mehr so viel. Ich mache mal jetzt hier eine kurze Führung, würde ich sagen. Und ja, ihr seht auch, der Turm, er hat seinen Turm soweit von außen jetzt fertig bekommen. Ihr seht auch, da oben drauf hängen ganz schön viele Drachenköpfe. Aber das zeige ich euch jetzt gleich später. Ich hole mir mal ganz kurz den Hammer, weil das ist die Folge, nach den, will ich sagen, okay, es sind schon ein paar Tage jetzt vergangen, aber nach den Troll, würde ich sagen. Und ja, der Troll war jetzt im Nachhinein gesehen nicht ganz so geil. Na, also am Anfang in meinem Video war ich ja ein bisschen, na, ding, 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 haha und so weiter. Mein Kollege fand es von Anfang an nicht so ganz so lustig. Und ich dann später jetzt leider auch nicht mehr so, denn es hat sehr lange gedauert, alles wegzumachen. Und ihr seht auch schon, die Bomben selber machen keinen Schaden, na? Aber das Feuer, was danach rauskommt, das macht halt Schaden. Ihr seht, hier ist überall was angedatscht. Zuvor waren die Kisten auch noch alle kaputt, aber die haben sich selber repariert. Aber hier ist alles kaputt. Es ist zwar nicht viel kaputt, aber ein bisschen. Es hat halt ewig gedauert, alle wegzuräumen, die Bomben, mit unserer Sprengkommando. Das hat trotzdem 1,5 Stunden gedauert, alle wegzuräumen. Und es kullern garantiert hier noch irgendwo noch mehr Bomben rum. Ihr seht auch, mein Turm hat sich auch schon gemausert. Er wird noch höher werden. Aber jetzt hier beispielsweise sieht man es, denke ich, am besten. Alles klar, warum schwebe ich? Hier hat irgendwas nicht geladen. Hier hat was nicht geladen. Egal, dann schweben wir hier mal durch. Ich sehe schon, hier ist überall alles kaputt und das ist halt schon ein bisschen doof jetzt gelaufen. Na? Klar, es ist überall nur Mini-Fitzchen, aber das stört mich jetzt beispielsweise schon. Klar kann man sagen, ja, scheiß doch drauf, na, aber mich stört sowas, mich stört sowas. Jetzt muss ich ja mal durchrennen und klar, und das Ding ist ja, es braucht ja überall ein, überall ein geformtes Holz und ein, ihr seht, geformtes Holz, gehärteter Stein und Stahlverstärkung. Ist überall das Mindeste, was man hier zum Reparieren braucht. Und es summiert sich halt dann doch schon, weil hier überall, ihr seht schon, überall ja Bomben noch waren. Und hier haben wir trotzdem Explosionen gemacht. Die Explosion selber hat keinen Schaden gemacht, aber halt dann das Feuer, was sich hier überall verteilt hat. Aber egal, zu Admins laufen wollten wir dann auch nicht, weil, das ist halt jetzt nicht so ganz so geil gelaufen. Müssen wir noch ein bisschen Arbeit reinstecken, dass wir wieder alles reparieren. Und ansonsten, ja, war eine lustige Aktion eigentlich. Aber im Nachhinein doch nicht so ganz so harmlos, in Anführungszeichen. Aber naja. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der Führung an. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier zuerst mal in meinen Turm rein. Ich gehe da mal in den Schleichgang rein. Das Tor lasse ich jetzt extra nicht runter. Die Mauer hier ist ja auch
fett wie Sau. Da kommt jetzt absolut keiner mehr rein. Das zeige ich euch auch noch später im Video noch, wie wir das Problem gelöst haben, dass niemand mehr jetzt allein über diese Mauer hier drüber kommt. Das ist jetzt wirklich absolut unmöglich. Ihr seht auch hier, ich habe eine zweite Spike Linie um unser Zeug rumgezogen. Das ist absolut tödlich jetzt hier. Aber zuerst zeige ich euch mal meine Hood hier. Habe ich alle Löcher mittlerweile gestopft. Hier oben kommt man zum Balkon jetzt hier. Den ersten Balkon. Auf der anderen Seite ist der gleiche Balkon auch nochmal. Da drüben, da gehe ich jetzt nicht rein. Hier unten habe ich es ein bisschen unterkellert. Kann ich vielleicht ein Lager hier hinten reinmachen, kleines oder was weiß ich. Dann gehen wir mal nach oben. Ihr seht auch schon, ich habe hier überall schon Zäune hingemacht. Aber das hier, das ist das Einzige, was mich im Game immer ein bisschen triggert. Ah! Ich bin schon so oft hier einfach runtergefallen, weil ich dachte, ja gut, lass mich halt einfach an der Planke hier ein bisschen zu treiben, so wie hier. Na, aber das geht ja nicht. Das ist nicht existent. Aber egal, ihr seht auch schon hier, schön, 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 schön. Dann hierhin will ich dann den Thronsaal hinmachen. Ja, er ist zwar nicht so hoch gelegen, aber ich denke mal, lässt sich dann auch sehen. Hierhin kommt dann der Thron dann in die Mitte. Und dann mache ich hier noch ein paar schöne Sachen rein. Der Rohbau ist schon gut vorgeschritten. Dann habe ich hier nochmal einen Rundweg hier außen rum gemacht. Auch nochmal schön. Und ja, dann geht es hier hoch. Hier drinnen ist dann meine Privatresistenz. Residenz und ja. Hier schlafe ich dann. Das wird natürlich auch noch gemacht. Aber ihr seht, mir fehlt ein bisschen Schwarzeis. Also von dem her, ja. Aber das wird, denke ich, hier auch ganz schick werden. Und ja, hupala. Türchen auf und zu. Ich denke mal, Turanisch macht sich da eigentlich ganz gut hier drin. Und ja, hier oben ist das Obergeschoss dann. Jetzt habe ich hier jetzt außenrum einen Laufsteg. Hier mache ich vielleicht noch die Dinger bis durch. Könnte vielleicht gut aussehen. Muss ich aber noch mal überlegen, weil je nachdem muss ich mit den Dingern hier höher werden. Haben wir ja außenrum einen kleinen Steg. Dann da unten habe ich auch nochmal einen kleinen Balkon. Und ja, macht sich hier schön. Und hier drin, das wird dann nur noch hier die kleine Fläche hier. Also der Turm wird immer schmäler sozusagen. Und ja, da oben kommt dann, was weiß ich noch hin. Muss ich nochmal gucken. Und jetzt gehe ich mal kurz hier runter. I believe I can... Oh mein Gott! Erstmal schönes Bein gebrochen. I believe I can Bein brechen. Oh mein Gott, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Sprung. Okay. Nicht wundern. Hier geht es ja noch plan runter. Hier kommen auch noch so Ecken ran. Eine Klingel haben wir auch hier mittlerweile. Und ja, aua, aua, Stacheln. Die Dinger muss ich vielleicht noch Meterchen auseinanderstellen. Wir wollen ja nicht, dass unsere Besucher schon halb tot hier drin sind. Hust, hust. Also von außen kommen auch noch solche Stacheln hier dran. Dann Fenster mache ich wahrscheinlich hier nochmal eine Reihe hin. Da blub, 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 blub. Da ist dann das zweite Stockwerk da oben. Kommen nochmal Fensterchen hin und ich denke mal, das wirkt ganz gut. Dann gehe ich mal kurz raus und zeige euch mal, wie wir jetzt den Kletterschutz für alle Spieler gemacht haben. Puh! Ja, schlag einfach mal hier rum. Hier rein dürfte... Aua! Ich will nicht sterben. Ich sehe doch, ich habe hier auch ein bisschen noch ein paar Spikes gemacht. Hier kann man zwar durch ein bisschen, aber es ist Wurst. Ihr seht, hier haben wir eine adäquate Lösung gefunden. Hier kommt man wirklich absolut nicht mehr hoch. Weil ihr könnt zwar hier hochklettern, bringt euch nichts. Ihr könnt dahin klettern, aber ihr könnt nicht so reinspringen. Also wir haben das so gelöst. Zuerst konnte man ja hier so hochklettern und dann mit einem Doppelsprung dahin springen. Aber mit diesen Pfropfen hier, sage ich es mal ganz lieb, wurde es unterbunden, weil hier unten schon Spikes dran sind. Also man kommt da nicht rüber. Das ist eine geile Sache eigentlich. Ich will das hier auch eigentlich gerade nicht mal versuchen, darüber zu kommen, weil das tut... Aua, aua, aua. Das tut weh. Weil man kommt da nicht hin. Man kommt da nicht hin. Man kann sich da nicht klein genug machen. Aua, ihr seht, man wird direkt abgestochen. Also es ist... Sollte unmöglich sein, jetzt da reinzukommen. Dann da vorne haben wir ja auch unser Territorium erweitert. Hier müsste auch zu sein. Bitte nicht stechen, nicht stechen. Ah, schon wieder gestochen. Aua. Hier haben wir unser Territorium erweitert.
Moment, gehe ich mal kurz die Treppe hoch. Ich bin echt fast tot, ey. Ich bin echt schon so ein Genie. Ich baue die Dinger so nah zusammen, dass unsere Gäste schon abgestochen werden, alle. Kein Risiko eingehen. und ja, das sollte man nicht mehr hochkommen. Normalerweise, hier haben wir das da auch so gemacht. Es sieht schön aus, da haben wir dann uns gedacht, naja, man könnte hier ein Feuerchen hinsetzen. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, es alles auf diesen Punkt hier oben hochzuziehen, die Mauern. Aber das wäre erstens schweineteuer, klar, wir hätten uns zu dem Zeitpunkt noch leisten können. Aber es sieht nicht schön aus. Also, ich kenne zwar diese ganzen PvP-Bauten, na, aber, das ist, ja, zu viel des Guten, finde ich zumindest. Und ja. Hier haben wir auch jetzt alles umzäunt. Und jetzt gehen wir mal hier rein. In den Turm vom Revan. Und ja. Hier haben wir super tolle Sachen. Also hat er überall seine Fabrik jetzt hier aufgebaut. Er hat überall seine Leute mal schlafen gelegt, weil es frisst ja trotzdem FPS. Okay, hier lädt wieder was nicht gescheit. Okay, muss ich mal dann reloggen. Ihr seht, überall sind die Bauarbeiter drin. Vielleicht verkleinert er hier sein Zeug noch, weil die Level 1 Werkstätten, die braucht er nicht. Ich weiß nicht, ob er hier noch irgendwo welche gehabt hat. Habe ich jetzt nicht genau jetzt geguckt, aber egal. Der Turm sieht auch nachts richtig geil aus. Ihr seht auch hier, die haben überall roten Farbstoff drin, diese Lampen hier. Die sind genial einfach. Dann geht es hier noch so. Hier müsste jetzt die Küche noch sein. Ja, die große Küche. Kann ich hier was trinken? Ah, abkühlt. Hier kann ich was trinken. Einen schönen Brunnen hat er sich reingestellt. Ein schönes Bierlagerchen. Oh, braucht man alles. Dann hier. Oha, die habe ich selber noch nicht gesehen. Das sind fette Statuen. Ich glaube, das sind turanische. Ja. Das ist fett. Ja, Alter, lad doch hier einfach mal das Spiel. Okay, Aufzug nach oben. Langsam vorsteigen. Und raus hier. Hier hat er auch seinen Schlafbereich jetzt. Ich gehe mal hier jetzt ganz heimlich rein. Upp. Es sieht schon, es ist schon fertig, glaube ich, ziemlich zumindest. Und es sieht wirklich tippitoppi hier aus. Und ja, ist wirklich eine schöne Sache hier mit einem schönen Kamin. Überall Weihrauch, Gedings. Und die Statuen hier machen sich auch gut. Ist ein schönes Schlafzimmer, will ich mal sagen. Oh, nochmal ein schöner Tisch hier. Hat er echt toll gemacht. Und er selber hat hier oben auch einen Thronsaal hingeböllert. So. Hier hat er auch nochmal einen schönen Thronsaal reingehauen. Auch eine schöne Sache hier drin. Das sieht echt geil aus. Und ja. Sein Bauwau ist auch hier. Und das hat er echt wirklich nice gemacht. Das sieht wirklich schick aus. So ein richtiges Ratshaus ist das hier. Also, hier ist er auf seinem Thron so und sagt so, ey, halt's Maul mal, Alter. Und dann, ja, hier außenrum hockt der Rat. Und ja, ist eigentlich ganz geil gemacht. Nicht eigentlich, es ist ganz geil gemacht. Und ja, von der Höhe her bin ich auch schon ziemlich hoch gekommen. Mein Turm wird vielleicht ein bisschen höher als den Herrn Revan seiner, aber das kommt nur deswegen, weil da unten ist ja ein Berg und der Berg geht ja innen drin allein bis dahin. Also ist der eigentliche Turm von mir nur das da. Und das da unten alles ist eh nur Deko. Ganz böse jetzt gesagt. Und wir haben hier echt große Fortschritte gemacht. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, also große Sachen werden wir jetzt nicht mehr hier bauen. Das Größere, was jetzt noch gebaut wird, ist hier jetzt noch mein Turm noch ein bisschen höher. Den da wollen wir nach da hinten setzen und ihn gerade hinstellen. Sieht ein bisschen schöner aus. Und eine Sache wollen wir noch machen. Da gehe ich jetzt vorsichtig mal rum, die Lum. Eine Sache wollen wir noch machen. Da auf dem Aquädukt wollen wir vielleicht auch noch was oben hin drauf setzen. Und hier unten, hier drinnen, wollen wir hier den Deckel zumachen. Weil da unten kann man eh nichts Gescheites machen. Und wir dachten uns halt eben, vielleicht kann man da unten drinnen, also halt da oben auf dem Deckel, ich springe mal kurz runter. Bitte sterbe nicht. Das war gut. Also hier so ähnlich, hier wollten wir jetzt
zumachen. Vielleicht könnte man hier dann nochmal ein paar Brunnen oder irgendwas nochmal hinstellen. Kann man aber, denke ich, besser nutzen als das da unten. Weil bevor wir da unten alles mit voll mit Fundamenten machen, ist erstens nicht so serverschonend und zweitens ist es auch nicht so ganz so toll, will ich mal sagen. Ansonsten jetzt hier hat sich nichts weiter so viel getan. Was heißt nichts weiter? Es ist ewig viel hat sich getan. Also das ist alles, was ich euch halt gesagt habe. Und ja, ist eine tolle Sache eigentlich soweit. Unsere Tierchen leben auch noch alle noch. Nachtschatten. Snowball 4. Zum Glück gibt es noch nicht Snowball 5. Und Apollo 13. Das ist echt eine tolle Sache. Und da lädt's nochmal. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir Nachschub bekommen en masse. Das wird wahrscheinlich unsere erste Priorität sein. Vielleicht werden wir nochmal ein paar Begleiter eliminieren, in Anführungszeichen. Was wir halt wirklich nicht so dringend bräuchten. Die haben auch noch Sachen drin. Du, der hat auch noch Begleiter drin. Okay, was hat der da alles drin? Stufe 4 alle. Ja, gut. Ja, alle Stufe 4. Ja. Vielleicht auch die Frostriesen, dass wir wegmachen. Vielleicht behalten wir die ja auch als Deko, weil wir haben jetzt so entschlossen, unsere Base hier in der Mitte wird sozusagen das Kommandozentrum, wo wir uns treffen und unser Zeug dann alles so gemeinsam auf den Weg bringen. Hier ist ja der eigentliche große Thronsaal. Die Frostriesen könnte man vielleicht da einen hinstellen und einen da hinstellen, aber das gucken wir dann alles noch. Hier vorne kommen dann die Throne hin, die zwei Stück. Dann da unten könnte man auch ein paar Stühle hinmachen. Auch so ratsmäßig aufgebaut ein bisschen. Ist eine geile Sache. Hier unser Notexit. Oh, da muss ich jetzt Anlauf nehmen. Schaffen wir das? Ja, natürlich. Da können wir da notfalls rausspringen, wenn das üble Volk da drin im Ratsraum rebelliert. Und dann sind wir frei. Also wir haben genug Fluchtmöglichkeiten auch überall reingebaut. Gewollt und ungewollt. Ein paar Gänge oder so wollen wir noch reinbauen in unsere Burg. Und das wird dann auch noch, denke ich, hammergeil. Und ja, wie gesagt, die Spike-Wellen habe ich auch noch mal hingezogen. Hier noch ein. Dass da man wirklich fast nicht hochkommt. Wir hätten es jetzt zwar nicht so arg hochstocken sollen, aber wir hatten ja die Befürchtung, dass sich einer irgendwie mit einem Doppelsprung auf sein Pferd drauf geht, mit einem normalen Sprung und dann von dem Pferd einen Doppelsprung rüber macht. Deswegen, das war unsere Befürchtung, dass das passieren könnte. Deswegen haben wir es nochmal ordentlich erhöht. Und ich denke mal, die Mauer kann sich wirklich sehen lassen. Ich gehe jetzt mal nach da oben. Da haben wir nochmal einen schönen Ausblick auf unsere Base. Das kann man, denke ich, schon sehen lassen. Ihr müsst mal überlegen, wie lange sind wir jetzt hier auf dem Server? Ihr müsst überlegen, was das für ein gewaltiger Fortschritt einfach mal ist. Innerhalb eineinhalb Monate, würde ich mal sagen, so circa eineinhalb Monate, so eine große Base zu zweit nur zu zweit wirklich, aufzubauen, das ist wirklich schon richtig krass. Oh, da ist ein Wolfi, ja. Nein! Nein, Wolfis! Kusch, kusch! Nein, 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 ich habe keine Waffe dabei. Ich habe keine Waffe dabei! Moment. Ach, Mann. Keine Ausdauer. Pop-Ausdauer, Alter! Pop-Ausdauer! Yeah, that was close. Kusch, Fifi. Kusch. Das ist auch noch so ein Trick. Das wissen nicht so viele. Man kann sich ewig eigentlich ranhängen, solange man sich nicht bewegt. Gut, der Harald ist jetzt auch weg. Blub. Also es ist schon wirklich fett, unsere Base. Da jetzt mit meinem Turm hier vorne noch, da hinten mit dem Rehwand sein Turm, die Türme rechts und links und in der Mitte unsere Hauptbase. Das sieht schon geil aus. Das Einzige, was bei unserer Hauptbase noch fehlt, ist hier noch, da wo mein Köpfchen ist, muss halt noch der Turm fertiggestellt werden, rechts und links und dann ist das auch soweit fertig. Da oben müssen wir noch ein paar Dekosachen aufstellen und dann wäre das auch fertig. Und ja, wie gesagt, in eineinhalb Monaten sowas hier zu schaffen. Das ist, da habe ich schnell mal einen Screenshot gemacht. Hä? Das ist echt krass. Ihr müsst mal überlegen, was war das ein Feld für am Anfang? 14x14 Feld da unten und jetzt innerhalb eineinhalb Monate. Ich weiß nicht, ob das jetzt schnell oder langsam ist, aber ich würde schon eher als schnell beziffern. Und das sieht echt mächtig aus. Und ich denke mal, heute habe ich euch mal mehr alles wieder mal gezeigt. Und ja, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen.
Und bis dahin, also könnt ihr auch Anregungen gerne in die Kommentare schreiben, was wir besser machen sollen, was wir achten sollen und so weiter und so fort. Ich beiße nicht, nur manchmal. Und ja, bis dahin würde ich dann auch mal sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.